ist genug. Jetzt duschen, gell? Zeit genug ist. Ölflecke haben schon zu manchen bösen Sturz, verursacht, wird das heißen. Sie sind deswegen so gemein. Nein, heißt nicht. Tückisch. Sie sehen das selber. Sie sind deswegen so tückisch, weil man sich erfinden halt leichter stessen kann, aber das steht sicher nicht drin. Weil man die Ölflecke auf der nassen Fahrbahn nicht erkennen kann. Noch ganz klar. Weil die Ludern breiten sich ja auf der Locken aus. Alles dann. Die Ölflecke auf der tückischen Straße, die sind deshalb so gemein, weil da gehört jetzt wo die Nässe dazu. Der Ölfleck auf der nassen. Ja. Da, Frau Sock? Ja, das mal anschaut. Anschleicherei kann ich nicht leiden, wo ich ja nicht mehr gleich so da schreie. Also, ich habe mir wirklich nicht angeschlichen. Ja. Ich kann ja nichts dafür, dass Sie die Welt um sich herum vergessen, wenn Sie so laute Selbstgespräche führen. Was tun Sie denn da? Bist blind, Salat putzen. Ah, und dabei haben Sie sich mit Öl angeschüttet? Aber nein, es handelt sich um das Öl, das auf der Fahrbahn herum. Jetzt bin ich überhaupt ganz heraus. Auf der Fahrbahn? Vor unserem Haus? Aber nein, denn ein Ölfleck kann überall sein, wo er auch vorkommt. Und tückisch, das ist wie tückisch ist er, weil die sind ja so klein. Die Ölflecke? Aber nein, die einen danach fragen. Aber ist egal, ich verrate nichts, weil wenn es nicht gelingt, dann lacht man mich wieder aus. Schluss mit dem Öl. Wonach knofelt's denn da so wundersam? Wundersam? Ah, du hast einen Hunger. Du, da musst aber noch ein bisschen warten, weil der Herr Sektionschef hat sich für heute am Abend nämlich einen Schweinsbraten bestellt. Er kommt erst am Abend, der ist schon den ganzen Tag unterwegs. Und da hat er deine Eltern eingeladen und den Herrn Guido und den Herrn Heinz. Ja, und na ja, so. Für dich wird schon auch was abfallen mit 3 bis 6 Knädeln und viel Saft dazu. Mir rinnt das Wasser im Mund. Sind Sie sehr beschäftigt, Frau Sockel? Nein, im Augenblick nicht so arg, weil der Braten tut von allein. Die Knädeln kann ich eh noch nicht machen, ist noch zu früh, den Salat halt putzen, weil deine Mutter, die will immer wahnsinnig viel Vitamine. Und so. Um was geht's denn? Um ein Foto. Du willst von mir ein Foto? Ein Foto, das erst gemacht werden soll. Wissen Sie, deswegen habe ich mir auch diese Sofortbildkamera heimlich von der Inna ausborgt. Warum heimlich? Das erkläre ich noch anders mal. Das ist nicht so wichtig. Nein, ich will mich nicht fotografieren lassen, weil da hätte ich mich müssen, so wie ich ja schon ganz anders herrichten. Ich will nicht. Sie soll mich fotografieren, Frau Sokol. Hast du das auch wirklich gut überlegt? Du, mein Engel hat immer gesagt, ich bin ein technisches Nockerbarzel. Also diese Kamera ist idiotensicher. Danke herzlich. Ich habe damit gemeint, dass er jeder damit umgehen kann. Schauen Sie, Sie zielen auf mich und drücken ab. Wie ein Bernrevolver. Der macht das einen Krach, weil das kann ich nämlich gar nicht leiden. Krach, vielleicht ein kleiner Blitz. Das ist also elektrisiert man sich doch, das kann ich noch weniger leiden. Da wäre ja der Apparat kaputt. Ach, warum kommst du denn ausgerechnet zu mir mit sowas? Ich brauche dringend Passfotos. Und ich spare momentan. Und den Eltern will ich nicht kommen, weil die drängen mir sicherlich ein Geld auf. Und das will ich nicht. Weißt nicht. Also gut, Bittchen, von mir aus. Komm, stell dich da irgendwo mit um. Nicht bitte in der Küche ein Passfoto vom Herd oder vom Kühlschrank. Das schaut ja nichts gleich. Wir brauchen einen neutralen Hintergrund. Wir brauchen nicht. Na, gehen wir ins neutrale Wohnzimmer, Bittchen. Gehen wir ins neutrale Wohnzimmer. Was ein bisschen schwierig ist, ist Folgendes. Ich weiß nicht mehr ganz genau, sind es 2 oder 4 Passfotos? Ich weiß nicht mehr, wie viel ich brauche. Das heißt, also, machen wir 4. Aber das heißt, ich muss 4-mal das gleiche Gesicht machen. Du, das Gesicht ist deine Angelegenheit. Nur 4-mal das gleiche Gesicht, das kann doch kein fair sein. Ja, das haben Sie recht. Wissen Sie was, wir machen das im Erker. Im Erker? Das ist ein schöner Hintergrund. Und das setze ich mich da her. Frau Sokol, ich erkläre es Ihnen jetzt. Ja, bitte. Sie schauen da durch. Ich schaue da durch. Und wenn Sie mich sehen, drücken Sie dann da drauf. Ja? Weil ich die Sicht habe, er schaut da durch, wird zurückgehen. Ja. Okay. Gut. Ja. Hocke dich nieder. Moment. Das schön an. Sehen Sie mich? Ich sehe dich. Gut. Du, jetzt mach halt dein Gesicht, was du 4-mal zusammenbringst, ja? Du, ein bisschen grinsen könntest aber schon dazu. Auf ein Passfoto grinst man da nicht. Grinst man? Ist ja wahr, so ein Pass ist so teuer, dass einem das Lachen vergeht. Also sind Sie jetzt soweit? Ja, ich bin soweit. Achtung, tut dich entspannen.
Los. Chef, auch nicht besser, hat er vielleicht der Nachschlag gelernt. Ich will nicht stören. Aber geh, heute ist Samstag, da darf man doch kommen. Meinst du? Aber sicher. Na gut, das ist besser anzuhören. Liebe Jugend! Entschuldigen Sie bitte die Störung, aber... Na, mich stört sie nicht, das fragt sie nur, ob der Tommy sein Gesicht so lang da hält. Ja, Frau Sokol, ich wollte den Herrn Sektionschef bitten, dass er mir hilft bei einem Vers, bei einem Zitat. Ja, der ist leider nicht da, der kommt erst am Abend. Na, wissen Sie, ich lerne zurzeit gerade mit einem Kollegen Literatur und da sind wir auf einen Vers gestoßen, von dem wir ganz einfach nicht ergründen können, woher das sein könnte. Sie reden Chinesisch auf mich. Wieso? Na, auf Deutsch meint er, es hat jemand ein Gedicht geschrieben, er weiß aber nicht wer. Hab ich gesagt? Der Tommy versteinert inzwischen. Versteinert? Was ist, was kommt mit hinein mit den Spielen? Ah, servus, Tommy. Servus, was machst du denn da? Jetzt, Frau Sokol, schauen Sie sich das an. Ah, ist schon fertig gewesen. Ah, Jesus, da sind ja nur die Haxen drauf. Glaubst du, dass das ein Bossamt viermal haben wollen? Die haben ja mit dem einen hochkantig in Mann. Du, das glaube ich auch. Du weißt was, ich würde das Foto aber trotzdem aufheben, lieber prima Idee. Weißt du, irgendwann einmal Marschschuhe anfertigen lässt, wenn du mal mit Geld ein bisschen mehr hausieren kannst. Du, dann könntest das als Porträt für deine Latschen verwenden. Ne? Pflanzen auch noch. Ne? Ich brauche die Fotos. Ja, das tut mir leid. Vielleicht bin ich zu klein dafür. Aber der Storch, der hat jetzt sicher dein Gesicht erwischen. Ach so, ne, ja, sicher bin ich mir da nicht, aber bitte, ich kann es ja mal probieren. Ja. Eigentlich bin ich ja nur herübergekommen, um mir ein Tee auszuborgen, Frau Sokol. Ja. Unseres hat nämlich ein Loch. Ja gut, da weiß ich was. Der Josef kommt mit mir in die Küche, da suchen wir das Seicherl, ich habe eh wo ein zweites. Und der Storch macht inzwischen schöne Bilder von unserem Dom. Ja? Josef, hopp auf. Wie machst du? Aber sag einmal zuerst, wozu brauchst du eigentlich die Passfotos? Hä? Weil ich mir einen Pass besorgen will. Ja, eh klar. Aber wozu willst du einen Pass? Ja, ich weiß, es geht mich nichts an, aber willst du verreisen? Ja, es ist, weißt, es ist so, es könnte sein, dass ich vielleicht in 2 Tagen auf 2 Tage nach Venedig will. Aha, und was willst du zum Beispiel in Venedig? Du bohrst wie ein Zahnarzt. Venedig ist schön. Na ja, Wien ist auch schön. Und bitte, da brauchst du keinen Pass. Also gut, die Inga fährt nach Venedig. Und ich möchte wissen, ob sie alleine dort ist. Und wenn das der Fall ist, könnte ich ihr ja rein zufällig begegnen. Warum hast du denn das nicht gleich gesagt? Du willst wissen, ob du Chancen bei der Inge hast, stimmt's? Oder ob sie mit einem anderen Galan in Venedig herumgondelt. Also komm, hopp auf, setz dich in Positur, mach ein freundliches Gesicht, bitte. Und denk daran, dass du die Inge sicherlich ganz allein in einer Lagune treffen wirst. Also das ist blöd, sie wird dort auf keinen Fall schwimmen. Was auch immer. Ich möchte dich doch nur zu einem fröhlichen Lächeln stimulieren. Also auf komm. Einem Passfoto gehört kein fröhliches Lächeln hinauf. Aha. Jetzt ist mir klar, warum sie Verbrecher so selten erwischen. Naja, wenn schon so harmlose Leute wie du eine kriminelle Miene aufsetzen, da gibt's ja keinen Unterschied. Also bitte lach ein bisschen. Moment. Moment. Achtung. In der Nacht erscheint ihm sein Vater als Gespenst. Na Wunder, wäre mir aber kein Baum zu hoch. Oh, so cool. In einem dänischen Schloss gibt's keinen Baum. Ja, und um Mitternacht schon gar nicht. Na, und dieses Gespenst, ich meine, diese Rolle, die willst du spielen? Nein, nicht dieses Gespenst. Den Sohn vom Gespenst. Ich meine, also den Sohn vom Vater, nicht? Hamlet heißt er. Hamlet? Aha. Nein, das gefällt mir nicht. Da denkt er dich immer an Inlet. Na, und was tut er draußen, wie er seinen Vater als Gespenst sieht? Ja, logischerweise prüft er jetzt einmal nach, ob dieses Gespenst wirklich sein Vater ist. Das ist ja logisch, weil ich meine, da könnte ja jedes Gespenst kommen und behaupten, er ist mein Vater. Also, der König, ich meine, der Vater, das Gespenst, sagt seinem Sohn, dass er von seinem eigenen Bruder vergiftet worden ist. Warum? Hans, das ist ja wie im Dallas oder in Denver, eine schöne Bagage. Na ja, und was tut der Inlet drauf? Hamlet, Frau Sokol. Hamlet heißt, er ist ein dänischer Prinz und heißt Hamlet, ja? Das ist und bleibt ein blöder Name. Sonst heißen es da im Norden immer Olaf oder Ingemar. Nur das kann man sich wenigstens merken. Ja, also ja, Herrschaft, gerade wenn es spannend ist, aber sie bleiben ja da, gell? Ich bin da, ja. Sie wird ja dann auch noch einen Schweinsbraten. Mm. Ja. Und eine zweite Gurken müssen sie mal schneiden. Die Frau Elfe braucht viel Gut. Vitamine, hat sie gesagt. Mach ich.
Liebe Herstellerin der verschiedensten Genüsse, das sieht dann aus wie der leibhaftige Frühling. Danke schön. Die Sonnenstrahlen tun Ihnen gut. Ich bin heute schon etwas zu früh dran, weil ich die Absicht gehabt habe, Ihnen meine Dienste anzubieten, meine bescheidenen natürlich, vielleicht Geschirr abwaschen oder Salat putzen. Ich möchte Ihnen gern als Küchensklave dienen. Aber Herr Guido, ich würde Sie doch nie als Sklave benutzen. Warum glauben Sie, ich bin schon zu hinfällig? Aber Sie sind doch nicht hinfällig, nein. Sie werden mir viel zu kostbar für so eine Arbeit. Wissen Sie, für die finde ich über irgendwen. Ja? Jetzt sitzt zum Beispiel gerade der Josef von Vis-a-vis da bei mir in der Kugel. Ja, der tut Gurken schön und hageln. Guck. Sie sind Gurken? Ja. Wir kriegen einen Gurkensalat? Wir kriegen einen Gurkensalat. Wunderbar. Ihr Gurkensalat, unübertrefflich, wirklich. Und wissen Sie, Ihren Gurkensalat, den vertraue ich, aber die anderen Gurkensalate, auch von Ihnen, da meistens spüre ich überhaupt nichts. Nur nachher plaudert er ein bisschen mit mir, aber nicht lang. Ja gut, da weiß ich was kurz. Ja? Sie gehen jetzt hinein ins Wohnzimmer, da ist der Tommy und der Storch. Ja. Da nehmen Sie einen kleinen Cognac, vorsichtshalber, sodass dann später der Gurkensalat mit dem Cognac plaudern kann. Ausgezeichnet, das nenne ich Lastenverteilung. Ich befolge Ihren Rat, auf Wiederschauen. Auf Wiederschauen. Wie man so zu... Der eine Bitte habe ich. Ja, bitte. Vergessen Sie mich nicht. Grüß euch, Kinder. Servus, liebe Jugend. Servus. Last but not least, Christian, wie geht's? Ich weiß nicht so gut. Ich glaube, ich bin eine fürchterliche Niete. Aber geht das kann doch nicht. Was ist das? Ein Bild. Das musst du halten, damit ich... Ja, das ist doch... Aber das ist so bitter, dass ich... Weil das ist ja was Wundersames. Das ist sehr schön. Na, Sie werden eine wunderbare Innenarchitektin. Ja, dieser Faltenwurf von dem Vorhang auf dem Foto, das ist fantastisch. Nun, diese Blattpflanze, das Gemüse. Wissen Sie, das, ja, da, dieses Bild hat, wie sagt man heutzutage, eine Aussage hat es. Danke sehr. Es sollte aber eigentlich ein Passfoto werden vom Tommy. Ein Passfoto für den Tommy, aha. Eine Blattpflanze, ja, Tommy. Ja, da musst du auch geben. Da, wenn Blattpflanzen ins Ausland auch abgeführt werden, da muss man, da muss man genau deklarieren. Unbedingt, nein. Die haben Würmer und dann haben sie Maden und dann haben sie eventuell Blattläuse. Da musste ich erkundigen, ich bin da nicht so ganz in. Oh, bitte nicht. Naja, ich wollte nur Ratschläge geben, wohlgemeinte. Er hat die fixe Idee, dass er nur ganz allein auf dem Bild drauf sein will. Tommy, es tut mir leid, aber ich glaube, ich verschwind lieber. Herr Lafitte, auf Wiedersehen. Ich bitte um eine milde Nachrede. Ich bitte darum. Wissen Sie, was ich für habe? Sie sind nur ein bisschen gewachsen, ein paar Zentimeter. Glauben Sie? Kann das sein? Ich weiß nicht. Auf Wiedersehen. Auf bald. Das ist eine nette Kleine. Eine sehr nette Kleine ist das. Klein ist gut. Ja, ich meine ja in der Ausstrahlung. Nimm Platz. Du hast ein Problem, wie ich gehört habe, mit einem Passfoto. Warum? Warum geht so ein Automaten und lässt da eins machen von den Automaten? Ja, ich will ein bisschen sparen und da kann ich mir einen Automaten halt nicht leisten. Oh, das verstehe ich, ja. Automaten nicht leisten. Format stimmt ja auch nicht ganz. Ja, na, die schneide ich mir schon zurecht. Ja, das machst du schon. Außerdem hat es ja nur den Hintergrund erwischt. Frauen, technisch, Fotos, nichts. Frauen, Flechten und Weben, aber technisch, da ist lauter Blattpflanzen. Bei jeder Sache, Frauen fotografieren, Blattpflanzen. Ich verabscheue Blattpflanzen, muss ich das sagen. Die sind so diffizil im Raum. Wir nehmen Platz ein und gießen. Nicht? Man muss ganz verschieden, das individuell, Blattpflanzen individuell muss man sie gießen. Die einen wollen eine Dusche von oben haben und die anderen, die einen feuchten Fuß. Na, Schwamm drüber, wie kann ich dir helfen? Also zuerst einmal muss ich dir sagen, dass du dich ausgezeichnet verstellen kannst. Deinen Sermon über die Blattpflanzen, den hätte ich da beinahe abgenommen. Das ist brav von dir, ich danke dir. Ja, aber soll ich dich vielleicht fotografieren? Geh ja bitte, das wäre ideal. Na, das machen wir, warte, da bin ich perfekt. Ja. Zeig es mir. Ja? Mit der Kamera. Mit der Kamera, du willst mir was zeigen. Bin ich perfekt, Kamera. Man stellt sich hin, nicht? Einfach. Stellt sich hin und so. Und Knopf, wo ist der Knopf hier? Oh, Onkel Guido, und bitte. Knopf drücken, alles klar. In Butter, was? Du hältst das verkehrt. Ich halte es verkehrt? Naja, das war ein Irrtum. Nicht hudeln, ich meine, das hätte ich ja sowieso gemacht. Also nimm Platz, mein Junge. Da. Setz dich nieder.
Brav und mach ein bedeutendes Gesicht. Ja? Also du bist der erste meiner Fotografen, der nicht von mir verlangt, dass ich lächeln soll. Ja, ein Passfoto nie. Setz dich locker, ganz locker setz dich hin, stütz dich etwas auf und den Kopf halt ganz steif, so locker. Wie gesagt, du, irgendwas fehlt mir. Ja, Hemd. Oder Krawatte, Passfoto? Na, so streng sind die Bräuche wieder auch nicht. Nicht. Also dann, wie haben wir das? Ja. So, ausgezeichnet. Jetzt machst du ein gutes Gesicht und so. Und Onkel, Achtung. Onkel, gut, die Kamera. Ah, die Kamera verkehrt. Was er eigentlich tun soll, der Hamlet? Na, Herrns, wenn ich meine Anweisungen von einem Gespenst krieg, da war ich auch nicht sicher. Hm. Nein, das ist ein Blättegurken. Ja, aber er hat aber recht gehabt. Sein Oheim hat wirklich seinen Vater vergiftet. Wirklich? Ja. Sein Onkel? Ja. Und wie? Was hat er gemacht? Als der König geschlafen hat, hat er ihm heimlich ins Ohr Gift geträufelt. Also ins Ohr? Mhm. Na, der muss büßelt haben. Heinz, das spüre ich da. Ich meine, wenn man da einer ein Gift ins Ohr treffen, das... Na, und wie geht's weiter? Was hat der Inlet, was hat er dann weiter gemacht? Ja, also, Moment, jetzt haben Sie, ich komme mit der guten ganz raus. Ja, da gibt's noch die Königin, nicht? Die alte, was hat denn die zu dem Ganzen gesagt? Frau Sokol, das ist keine alte, das ist eine wunderschöne Königin. Und im Übrigen liebt Hamlet sie. Der Hamlet liebt? Mhm. Hörst, das ist doch ihr Bub. Ja. Na, der muss einen ganz schönen Klopfer haben, der Hamlet. Schauen Sie, Frau Sokol, er fragt, sein oder nicht sein. Sehen Sie, und genau das will ich lernen. Also, ich weiß nicht, mir gefällt das Ganze nicht. Sonst könnten Sie nicht etwas Lustiges lernen. So wie wir das letzte Mal der Dings da, wie heißt er denn nur geschwind worden? Der Name hat mich an ein Auto erinnert. Was Lustiges? Ja. Lustiges Auto? Sagen Sie, meinen Sie den Romeo? Der. Sehen Sie, über den habe ich lachen können. Ah, ja? Ja. Wissen Sie was, Frau Sokol? Ich glaube, das bringt heute nichts mehr. Mit der Gurken bin ich fertig, das geht nicht mehr. Ist gut. Ja. Na fein. Ich verlasse sie dann wieder. Ja, den Schweinsbraten, da schicke ich euch dann was rüber, gell? Das ist lieb. Ja, und gib mir das Gedicht, weil ich werde es dem Herrn Sektionschef vortragen. Vielleicht weiß er dann gleich, das ist von wirklich wem lieb von Ihnen. Von wem ist es? Vergiss das Seicherl nicht. Ja, das Seicherl, deswegen bin ich gekommen. Versuche, Sie sind und bleiben wie immer ein Schatz. Danke. Bitte, und nicht vergessen den Herrn Sektionschef. Nein. Das ist wirklich wichtig, mein Kollege interessiert das. Ja. Danke, Wiederschauen. Bitte, Wiederschauen. Schlagen ist such und such. Wo ist er? Kein Kopf. Du hast keinen Kopf drauf. Bist total kopflos. Das ist ein, schau's an, ein Brustbild im wahrsten Sinne des Wortes. Mhm. Das ist aber wirklich schade. Ja, weißt, Schuster, bleib bei deinem Leisten. Du sagst es. Ich danke dir vielmals. Das ist sehr wacker von dir. Ich bin Fotograf, bin ein gelernter Uhrmacher. Schuster, bleib bei deinem Leisten. Genau, danke schön. Darf ich es dir verehren? Das ist nett. Danke vielmals, wenn ich die zu den Unkosten beisteuern darf. Wirklich nicht. Danke. Ja, warum denn nicht? Seid ihr nicht deppert? Wir sind doch Knaben unter uns. Das ist doch eine ganz einfache Geschichte. Du brauchst ein Passfoto. Nicht? Aber das Passfoto, du hast kein Geld für das Passfoto, brauchst aber den Pass, weil du mit deinem lieben Katzerl, ich weiß alles, irgendwohin ins Ausland verreisen willst. Ne? Pass auf, das ist ja eine ganz einfache Geschichte. Da hast du 1000 Schilling und wir reden nicht mehr darüber. Onkel Guido, das kann ich doch nicht annehmen. Ja, du hast es ja schon angenommen. Also, schwamm drüber, sei still und schleich dich. Das ist ganz einfach. Das ist ja ganz einfach, die ganze Geschichte. Und hast du dich auch schon mal fotografieren lassen bei einem Automaten? Du sagst es, ja. Du gehst, das ist ja eine Idee, du gehst zu einem Fotoautomaten und lässt dich fotografieren, ne? Geld genug ist ja vorhanden, wechseln musst du sagen. Du musst nur Acht geben. Ich war, wie gesagt, auch einmal bei einem Fotoautomaten. Und was war? Ich habe Glotzaugen hab ich drauf gehabt. Weil es geheißen hat, es ist nicht mehr in dem Automaten genügend Flüssigkeit drin. Also Achtung, ja? Darf ich dir ein Puzzle geben, Onkel Guido? Auf Umwegen, ja. Ich mache dir einen Vorschlag, gib das Puzzle, das gibst du dem lieben Katzel und die gibt's dann mir. Ja? Das könnte so passen. Das passt, na ja. Also ich gehe jetzt zur Frau Sokol, servus, und verliere die 1000 Schilling. Ne? Danke, Norman. Ich werde dir helfen, dass alles in Ordnung kommt. Servus, Bube. Papa. Papa.
Elfi, grüß dich. Wie geht's dir? Danke, gut. Wie geht's dir? Danke, ja, ganz gut. Alles in Ordnung? Ja, alles soweit. Du, ich hab halt einen schönen Vormittag gehabt heute. Ja. Also, weißt du, das Geschenk soll man sich wirklich selber manchmal machen. Weißt du, wo ich war? Keine Ahnung. Am Naschmarkt. Am Naschmarkt, ja. Es ist schön, sag ich dir. Also, wenn mich jemand fragt, wenn er nach Wien kommt, was er sich anschauen soll, damit er so ein bisschen Wien kennenlernt, sag ich, gehen Sie an einem Frühlingstag auf den Naschmarkt. Wem sagst du, ich gehört das ja, aber vor zwei oder drei Jahren ist das ja. Hast du ja ein Bild vom Naschmarkt gemacht. Ja, diese Blumen. Die Farben, die haben dich beeindruckt, ja. Ja. Weißt du, es ist so hübsch, man hat überhaupt nicht das Gefühl, dass man im Atomzeitalter lebt. Ja. Dieses Grün, dieses Gemüse. Diese Kilo-Weißchen, ja, es ist so schön. Und überhaupt, weißt du, man hat das Gefühl, man ist in einer völlig anderen Zeit, so war es einmal. Weißt, das ist völkergemischt. Da sind so Standungen mit Türken und Jugoslawen und Tschechen und Ungarn und sie reden dich an. Und da hat man das Gefühl, aus dem ist so unsere Musik entstanden. Nur wir sind daraus entstanden. Ja. Ja, was ist ich habe an Karotten habe ich nicht vorbeigehen können. Ich habe überhaupt so viel eingekauft. Ich habe mir gedacht, ich bringe da Sokol. Sehr schön. Ein bisschen Karotten, für vielleicht kann es noch als gesunde Beilage. Ja, für Hasen. Hasen haben das besonders gerne. Also bitte. Wir haben Hasen, das habe ich gar nicht gewusst. Ja, ausgezeichnet. Wir nehmen viel zu wenig Vitamine zu uns. Findest du? No. Ja. Dann werde ich... Vitamine, dann werde ich eine Zigarre mehr rauchen. Gut. Zigarren, bitteschön, sind ja auch nichts dagegen, sind ja auch ein Vitamin. Ne? Also eine Zigarre ist ein Kraut, das Kraut der Tabakpflanze. Ne? Das ist Natur. Ja. Natur, so ja. Wie Natur, wie ein Hetschepetsch. Ja. Beides probiert, kein Vergleich. So, du gehst jetzt ins Wohnzimmer. Ja. Grüß dich. Und ich trage zu der Sokol. Die Hosen werden sich freuen. Und da, du, aber gib ja. Acht, der Franz ist noch nicht da, aber ein Ableger. Ach so, ein Ableger? Wieso, der Ernst hat doch gesagt, er kommt erst später. Ja. Nein, das ist nicht möglich. Thomas. Servus, Mutter. Du an einem Samstagnachmittag bei uns? Das reinste Wunder. Irgendwas geht da nicht mit rechten Dingen zu, was? Geht's auch nicht. Eben. Mutter, wie ich klein war, habe ich immer gesagt, Mami. Mami, hast du immer gesagt, so mit langem A. Mami. Du bist lieb. Ach, Mami. Ja. Ich wollte nur sagen, dass ich immer wieder gern hierher komme. Und auch nach Hause. Aber du sollst das nicht ironisch kommentieren. Nein. Weiß ich, mal immer wieder denselben Fehler. Entweder ich verblödel alles oder ich komme als mahnende Mutter bei dir vor. Aber weißt du, ich hoffe, dass du endlich draufgekommen bist, dass ich dein selbstständiges Leben, das du dir jetzt gesucht hast, dass ich das nicht sabotiere. Das ist deine dumme Mutter. Also ich erlaube nicht, dass du auch nur ein schräges Wort über meine Mutter sagst. Ja, bitte erlaub's mir nicht. Ich habe nämlich ganz prima Eltern. Mami und Papi. Jetzt, wo ich älter wäre, dann stört mich das I jetzt gar nicht mehr. Jetzt, wo du älter wirst, stört's dich nicht. Weißt du, dass das etwas ist, worüber ich sehr, sehr glücklich bin? Weil es ein Beweis ist, dass du positiv an deine Kindheit zurückdenkst. Also kann sie eigentlich nicht ganz in Unordnung gewesen sein. Ach, sie war wundervoll. Ihr habt mir als sauberen Burschen in die Welt gestellt. Was ich von jetzt ab falsch mache, ist meine eigene Schuld. Du machst nichts falsch. Wenn wer was falsch macht, dann bin's ich. Ich weiß, ich sagiere deinen Vater, weil er zu viel arbeitet. Ich betreue den Franz, obwohl ich die ganze Zeit merke, dass es ihm eh so auf die Nerven geht, wie ich ihn betreue. Ja, weißt, die Hilla ist nicht mehr da. Oder ist schon so lang nicht da. Und sie ist der einzige Mensch, mit dem ich wirklich über alles reden kann. Das geht mir halt ab. Naja, es wird aber bald anders werden. Weißt du, wenn ich nicht so viel zu tun hätte, hätte ich mir direkt überflüssig vorkommen. Und dann hast du noch zu verkraften, dass die Kinder nicht mehr zu Hause sind. Was wird's sein? Aber denk doch einmal real. Wenn sie auch nicht mehr nach dir schreien, ich meine, sie sind doch nicht verloren. Wir müssen einfach einen neuen Weg gehen, oder?
Den Weg muss ich halt erst suchen, weißt? Glaubst du nicht, dass er schon da ist? Ich meine, ich bin doch für dich, ich kann doch für dich ein Freund sein. Einer, der immer an deiner Seite ist, einfach bei dem du dich ausweinst, auslachst, der einfach immer bei dir ist. Ui, du, das ist ein Angebot. Das kann man sich ja vom glühendsten Verehrer nicht erträumen. Weißt was? Hm? Jetzt wären wir zwei. Nein, 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 ich fange schon wieder an, dich einzuengen. Hm? Nicht einengen, du engst uns ein. Ach. Sag doch was, ich gebe dir schon die ehrliche Antwort drauf. Soll ich dir wirklich sagen? Na. Gut. Ich hab unten eine Flasche Champagner. Schon seit sehr langer Zeit, die hat mir mal der Reihermann mitgebracht. Ich habe mir gedacht, ich kühle sie ein, sie soll immer bereit sein, falls vielleicht zufällig einmal eine Gelegenheit sein sollte. Und die ist bis jetzt nicht gekommen? Bis jetzt war nichts. Also, aber jetzt... Ich, darf ich dich bitten, mich darauf einzuladen? Aber nur, wenn du glaubst, dass es eine besondere Gelegenheit ist. Ja. Das glaube ich. Kommt immer. Geh mal, mach die Kamera dafür nicht vergessen. Ah ja. Ah, oh, verdammt. Ist es schön. Eine Mann pfafft vor sich hin, eine gemütliche Raucherei. Frau Sokol, das können wir uns auch nicht leisten. Stellen Sie sich vor, die Hilla wäre da. Ja. Die, Gott sei Dank, die ist in Brasilien. Ja. Und mein Herr Bruder, der Franz, ist noch nicht da. Ja, der ist ein bisschen hoppertatschig, der Herr Sektionsbruder. Ja. Aber, Chef, hab ich da nicht die Tür gehört? Na, wenn schon. Heute geben sich ja am Samstag die Leute die Klinke nur so in die Hand. Eben, den Tisch muss ich noch decken. Mhm. Sagen Sie, Herr Guido, was ich Sie fragen wollte, kennen Sie einen gewissen Hamlet? Persönlich nicht. Nein. Ich glaube, der ist ja schon ganze Welt tot. Ja, der Shakespeare ist ja auch kein heuriger Hase mehr. Und der hat den Hamlet geschrieben. Der hat den Hamlet geschrieben. Das ist eine schöne Sache, dass wir den haben. Stellen Sie sich vor, eine Wolke. Und da sitzen jetzt der Shakespeare und der Hamlet und die winken uns herunter. Ne? Winken uns. Da brauche ich mich eigentlich über das Ganze gar nicht so aufregen. Nicht? Na, ich reg mich immer über Hamlet auf, jahrelang. Aber jetzt reg ich mich auch auf, weil es ist Zeit. Decken wir den Tisch gemeinsam? Ja, das können wir ruhig machen. Wunderbar. Ja. Ein Schluck von dem Kaffee noch. Bitte. Er ist köstlich wie immer. Ja. Ein sokolinischer Kaffee. Danke Ihnen schön. Hm? Ja. Ja? So, die Folie habe ich aber da. Ja. Er bräunt jetzt. Ah, er bräunt. Langsam vor sich hin. Ja. Ich freue mich schon auf ihn. Ich sag ihm, aus Trotz, ich weiß, es heißt ihn und so weiter. Ja. Ich sag im Zweifelsfall immer Erm. Erm. So, wir haben es beschlossen. Wir freuen uns auf Erm. Ausgezeichnet. Ja. Ich habe ja seit dem Frühstück nichts gegessen. Nein, wirklich. Moment. Da war was, ein Lärm. Ah, war mein Magen. Der knurrt. Ja. Sie hungrig? Nein, habe ich absichtlich gemacht. Schauen Sie, wenn ich was gegessen hätte, ich werde nicht so wahnsinnig sein, mir den Hunger zerstören auf den Schweinsbraten. Zum Schluss so, esse ich den Schweinsbraten, hab keinen Hunger mehr. Nein, das gibt's beim... Bitte. Wenn das der Herr Sektionschef ist, dann ist er aber wirklich ein bisschen zu früh. Legen wir das weg. Das essen wir noch. So. Ja. Ah! Wir begrüßen Sie. Frau Sokol, weil ich weiß, mit welchem Feuereifer Sie sich immer in das Kochen hineinknien und so in Dankbarkeit schon im Voraus auf Ihre Schweißbrüche. Das schaue ich, aber Sie da überraschen Sie mich schon was sehr dankbar. Bin ich immer gut für eine Überraschung. Der heißt aber Schmäh. Obwohl ich sagen muss, es wird natürlich dieser zarte Blütenduft sehr bald von dem hier herrschenden Knofelduft. Übertönt. Zumindest neutralisiert werden. Ja, sind den Schweizbraten hört ihn richtig. Außerdem, ich bin auch, wie Sie merken, bin ich schon etwas früher gekommen, um mich für irgendwelche niederen Dienstleistungen die anfallen zur Verfügung zu stellen. Auch? So was, Bier aus dem Keller, Wein aus dem Brunnen. Nicht so, wunderbar. Sehr gut. Sehr gut. Ja, das ist sehr lieb. Ich habe einen Vorschlag. Ja. Heinz und ich darf das sagen, der Heinz, nicht? Ich brauche sagen, der Herr Heinz. Heinz und ich decken den Tisch und Sie sorgen für unsere bezaubernden Knödel zum Schweinsbraten. Ah, das ist aber nett, weil Sie den Tisch decken. Ja, da kann ich mich in die Küche begeben. Lastenverteilung, wir nehmen es Ihnen ab. Gut. Wunderbar. Gut. Wie der Engländer sagt, goodbye. Bitte, aber bitte, lieber Herr Heinz,
Bitte. Nein, bitte, was? Nein, nach innen. Entschuldigen Sie. Nein, nur keine Türquälerei. Nach innen, bitte. Komm, Sie gehen vor und dafür machen. Zwicken Sie meinen Finger nicht ein. Papa, danke vielmals, das wäre auch noch besser. So, drin sind wir. Drin sind wir. Das riecht ja hier. Ja. Genau, also ich muss sagen, wirklich der dieser noch Duft, der hier herrscht, der ist durchreiche? Für einen hungrigen Menschen, das ist eine Allgemeinheit. Eine Duftreise. Wenn ich jetzt eine Brücke hätte, nicht eine, dann würde sie schon unter Wasser stehen. Ah, nicht schlecht. Ja, Düft, wissen Sie, das ist ja wissenschaftlich gesprochen. Düfte und diese Gerüche, die sind ja noch gar nicht erforscht. Was die Menschen auslösen. Tja, das Tischtuch gehen wir weg. Das Tischtuch gehen wir weg. Ja, wir müssen ja für die Sokol, während Sie die Knödel... Es handelt sich ja hier ganz offensichtlich um eine sogenannte oder auch Tagesdecken. Sie nicht? Sagen es. Moment, da gehen wir das einmal, die Obstschüssel. Ah, vielleicht wäre ich ein Apfel. Oder Apfel, die und ja. Apfel. Mhm. Da werde ich Sie aber nicht verstehen können. Kochen bekommen wir auch nicht. Und was sind denn das für interessante Fotos, die da herum? Das ist der abgeschnittene Kopf für ein Postfoto von Tommy. Legen Sie es weg. Das ist ein Postfoto von Tommy? Ja, zu brauchen ist es nicht. Wunderbar. Legen Sie es dabei hin. Das gebe ich ja. Ein abgeschnittener Kopf. Er hat keinen Kopf. So, und das Deckel werden wir schön zusammenlegen. Ja. Und dann gehen wir zu Herzen. Bringen Sie es hin. Schmeißen Sie es weg, ja. Und ich werde hier schauen, was da hier ist. Hier in dem, da müsst ihr eigentlich irgendwo ein Buffet. Wo gibt man ein Tischtuch hin? In ein Buffet. In der Anrichte. So ist nichts. In der Anrichte. Einen Moment. Schauen wir noch. In der Anrichte. Was? Oh, da stimmt. Oh, was schimmert mir da herrlich entgegen. Was schimmert? Oh, ist das fröhlich bestickt. Das habe ich gehört. Handarbeit, Handwerksarbeit. Ist das was schön? Das wird gut sein dafür. Das kommen ist Sie? Gut. So. Weil Sie es mir vertraulich näher. Weg. Weg da. Was ist das? Dem Onkel Guido. Da oben ist es. Jetzt schießt es mir das eine Ende da her. So. Und wunderbar. Hier. Haben wir es. So. Ja. Gut, bei mir passt. Sehr schön. Passt. Das ist gut. Ein Moment. Passt bei mir. Nein, das ist Moment, das geht nicht. Dann müssen wir uns das. Ja. Aha. Na, ein bisschen mehr dürfte es schon sein, ne? Mehr ist nicht da. Mehr ist nicht da. Schaut. Das schaut. Das ist blöd. Na, Moment, probieren wir vielleicht einmal. Machen wir es so. Wollen wir es rum? Moment. Sauber. Dann müssen wir es. Ja, das ist auch ein bisschen. Nichts, oder? Naja, es kommt darauf an, wie viele Leute kommen denn überhaupt? Wie viele Leute? Nein, es ist doch. Völlig egal, sozusagen wurscht. Wenn nur drei Leute da wären und sie rücken zusammen, so genügt auch dieses Tischtuch für diese drei Personen nicht. Mitnichten. Lieber Herr Guld, ich habe einen schrecklichen Verdacht. Ja. Das bestickte Tischtuch ist zu klein. Sie sagen es. Nicht? Also wunderbar, Sie haben das erfasst. Außerdem ist es quadratisch. Zum runden Tisch ist Zum es runden nichts. Tisch passt es nicht, aber Moment, wir werden das Problem sofort lösen. Ja. Und die liebe Frau Sockel werden wir... Fragen Sie die Frau Sockel. Frau Sockel? Was ist das? Wir haben ein kleines Problem beim Decken. Ich meine, also beim Tisch. Also, das geht auf gar keinen Fall. Das geht ja nicht. Wissen Sie, das hat die Dinerl einmal gestickt und der Knefrau zu Weihnachten geschenkt. Aber es passt auf nichts drauf. Ja, auf nichts möchte ich gar nicht sagen, aber auf den Tisch passt es nur nicht. Wir haben überhaupt kein Möbel, wo das drauf passt. Aha. Aber bitte schön, die Tischdecker, die passen, die sind ja eh da im Buffet. Frau Sokol, alles in Ordnung. Lassen Sie sich nicht stören beim Knödel und beim Brutzeln und Schweinsbraten. Wir machen das. Soll ich nicht helfen, ne? Nein. Konzentrieren Sie sich nur ganz auf das Bratel. Ich konzentriere mich aufs Bratel. Papa. Gut. Ja. Was machen wir jetzt? Das tun wir wieder weg. Das tun wir weg. Passen Sie auf. So, jetzt legen Sie das schön ordentlich zusammen. Ich lege das. Und ich suche was anderes. Ne? Und ich lege das schön ordentlich zusammen. Schön ordentlich, aber wirklich ordentlich. Sie sind ein Schlager. So, Moment, ich lege das so zusammen, dass das wieder nicht so verwurzelt ist. Halt. Das ist interessant. Was, ja? Haben Sie eigentlich je gewusst, dass wenn man ein Dreieck so zusammenlegt, dass immer wieder ein Dreieck rauskommt? Aber ich gewusst, dass Sie sind der Erfinder des neuen pythagoreischen Satzes. Aber was ist ein Wort? Schöner kann es nicht. Dann legen Sie es da rein. Ich stopfe es irgendwo eine. Stopfen Sie es da hinein. Sie, apropos Gastronomie, wenn Sie, wenn ich so überlege, wenn Sie Kellner wären,
Also, Sie würden da kein Leiberl reißen. Ist ja wurscht. Also, das ist da drin. Das lassen wir da drin und fest damit. Schauen wir, ob wir fündig werden. Fündig. Was ist da? Schauen wir da noch. Da ist ah! Oh! Ah! Da schau her. Ja, das ist noch. Vielleicht ist das. Das hat schon ein mehr Gewicht. Ne? Ja. Probieren wir's. Probieren wir's? Probieren geht übers. Na ja, aha, groß ist es. Ich kann Sie nicht verstehen, was Sie meinen groß mit dem Witz in der Hand. Das merkt man. So, ich möchte nicht das reine Tischtuch. Zeigen Sie her. Moment, eine Sekunde, lieber Herr Guido. Ja, bitte. So, folgen Sie mir. Einen Moment, lassen Sie mich. So, ja, so, ja. Und jetzt, der Moment. Stuhl steht, geh weg da. Was ist denn? Steht uns im Weg. Diese Stühle haben keinen Respekt vor arbeitenden Menschen. So, so und darunter. Und da schön runterziehen. So, und jetzt schleift es etwas. Bei Ihnen schleift's? Ja, bei mir schleift's. Bei mir schleift's auch. Na ja. Wissen Sie was? Na. Das ist ein Leintuch. Sie sind ein schlauer Bursche. Das ist ein Leintuch. Leintuch. Moment, ich werde die Sokol verständigen. Ja, nee, die lacht uns doch nur aus. Wie sollen Sie auslachen? Wie werden Sie auslachen? Ich meine, das ist ja Ihre Schlamperei, dass in der Anrichte, im Speisezimmer die Leimtische herumkugeln. Haben wir recht, ich verstehe Sie schlecht mit dem Pilz. Aber schauen Sie, wir wollen doch die Sokol nicht verärgern. No? Haben Sie recht, ja. Also. Das wäre so 5 Minuten vorm Servieren des Schweinsbratels. Soll meine Köchin wirklich nicht zickieren? Das wäre nicht Appetit anregend. So, kommen's. Herr Heinz, ich habe einen Vorschlag. Was machen wir jetzt? Eine Idee. Wir legen das Leintuch wieder zusammen. Ja. Und? Genial. Ja? Ich weiß nicht, ich werde es zugeben. Und geben das alte Tischtuch wieder drauf und das hat ja gepasst. Ne? Das alt, aber na? Wenigstens. Zusammenlegen, wenigstens passen. Gut, dann legen wir das jetzt dann schön zusammen wieder. Das machen wir. So, dass es wieder wie neu ausschaut. Ja. Moment, so. Doch, was ist da? Darf ich nur das einen? Dürfen Sie nicht machen. Kriegst das machen. Jetzt das wollen wir dann hier drauf. So. Lieber hier ist Platz. Nehmen Sie seinen Zipf, so wie ich. Ich hab's am Zipf. Ja, aber am verkehrten Zipf, bitte. Dass ich seine Kreuzung. Nein, warten Sie, bleiben Sie ganz ruhig und jetzt mal halt. So, Moment. Jetzt müsst's gehen. Na, müsst's gehen in der Chance. Also, mit Ihnen arbeiten ist nicht leicht, Herr Guido. So, nehmen Sie, bitte schauen Sie, einen Zipf und so, jetzt so, nicht jetzt, mehr. Jetzt ist es. Jetzt also, und was machen wir jetzt? Jetzt heben jetzt Sie zart wir die Arme. Auf uns so, jetzt zu. Gehen wir aufeinander zu. So. Vorsicht, da ist ein Sessel vor Ihnen. So. So. Jetzt haben wir es da bei den Zipf. Ja, und jetzt tut's in der Mitte durch. Na, natürlich tut's durch. Ja. Das ist ja ein Riesentrum, das ist ja von einem französischen Bett, nicht? Ja, aber es ist... Es ist, das ist wahr, aber es ist unpraktisch. Unpraktisch fürs Bett nicht. Ich meine, dass wir es missbräuchlich verwenden, dafür kann ich das Leintuch nichts. Herr Heinz, jetzt stehen wir da wie zwei depperte Wäscherinnen. Ein bisschen, ja. Gehen wir's weg. Ja, aber bitte nicht, Vorsicht, aber nicht Vorsicht, so. Vorsicht, Kudel. Wir geben's weg. Kommt doch nicht auf uns, es kommt auf die Socken. Die wird ja frei von die Socken. Das ist uns wurscht. Bitte, aber andererseits, ich hab ja eh nicht, ich bin ja mit Blumen gekommen. Ja. Ich hab sie schon für den Blumen, den Sie nach. Hinein hat im Vorher hinein entschädigt. So, Moment, das ist eine Sekunde. Jetzt was gehen wir ist vielleicht jetzt? Gehen wir das wieder. Jetzt gehen wir das heute drauf und fein säuberlich. Und zwar, jetzt machen wir das so nach der Relativitätstheorie. Pardon, bitte, was hat das mit der Relativitätstheorie? Die Relativitätstheorie besagt, bei dem Tischtuch kehrt die relativ sauberere Seite noch um. Eben. Na, und welche so. Ist das? Na, die das andere? Das ist zweifellos. Na, eben, das habe ich ja gleich. So. Unten stimmt's. Na, so. Ist das schön. Eben. Die nicht, wird uns das ist doch etwas schön. Moment, das kommt in die Mitte. Noch so auf Ihre Seite noch. Auf der, ein bisschen outsahn. So, outsahn. Moment. Aus. Wollen Sie mir vielleicht das Obststand noch kurz. Nur wenn Sie mir versprechen, keinen Apfel mehr zu essen. Ich verstehe Sie sehr schlecht. Einen haben. So. Jetzt, Moment. Da kommt. Ja, da haben wir noch das Aschenbecher. Ja, und was haben Sie vergessen? Die Fotos. Die Fotos, die Passfotos. Legen Sie es da. Und dann ist eine Schuchsel. Wer weiß, vielleicht sucht er seinen Kopf und dann Internet. So. Also gehen wir. Das war's. Das war's. Ich bin ja schon das Besteck. Nehmen Sie Platz. Lieber gut. Ist der Platz? Müssen wir uns ein bisschen ausrasten nach dieser wirklich aufreibenden Tätigkeit. Schwerarbeit. Nicht, aber es hat sich gelohnt, nicht? Es hat sich gelohnt. Es hat sich gelohnt. Schauen Sie, wie das ist. Es ist alles schön. Ist das es schaut schön? Aus. Und ich finde ja, ein feierliches Mahl beginnt bereits bei einem festlich gedeckten Tisch. Nicht das Sie altes aztekisches Sprichwort. Sind Sie sicher, dass das aztekisch ist? Nein, bin nicht sicher. Das ich habe gehört, das ist ein griechisches Sprichwort. Das ist ein griechisches, das Sie werden sich nicht. Eins, ich habe was vergessen. Na,
Stellen Sie sich vor, ich habe von der Hilla ein Schreiben bekommen, ja, einen Brief. Ich? Jetzt? Mhm. Na, sie schreibt, wie in Rio de Janeiro, wie der Karneval und so weiter. Und jetzt bitte ich Sie um einen Rat. No? Sie schreibt, jetzt ist sie schon so lange unten und es geht mit der Geschichte, mit der Erbschaft nichts weiter. Ja. Und sie fragt, was soll ich machen? Soll ich darauf pfeifen? Sie schreibt nicht, ich meine, ich gebe es ja nicht wörtlich wieder. Ja, ja. Soll ich darauf pfeifen und gleich noch ausfallen oder was? Jetzt bitte ich Sie um Ihren werten Rat. Mein werter Rat ist der, ich meine, ich bin, kenne mich da nicht aus, aber kurz und bündig. Ja. Sie soll warten. Ich finde, wenn man schon so lang und ist, nicht lang nicht. Das ist unser Vater-Teilgrund. Nicht aufgeben, nicht aufgeben, sondern nie aufgeben. Ist das, ist das nicht, Besteck. Was, das ist ein gedeckter Tisch? Ja, das na, hören Sie. Gedeckter Tisch. Da, alles steht in der Mitte. Jetzt ist allerdings der wenig, der Rest muss dann noch in der Buffet sein. Sagen Sie, apropos Buffet, ich meine, es geht mich überhaupt nichts an, haben Sie nicht in den Buffet so ein bisschen eine Schlamperei? Aber und wie, ich finde überhaupt nirgends. Auch in der Küche brauche ich langsam einen blinden Hund. Ja, ja, ich habe das Gefühl, der Franz kränkt sich so über die Abwesenheit der Hila, dass er alle Sachen in, er weiß gar nicht, was er mir in Unordnung bringt. Keine Rede, die Freundin Marianne, wie es mich vertreten hat, die hat das alles durcheinander so nach ihren Gust. Ja. Na gut, das ist ja kein Problem. Also, wir werden das suchen, das Besteck und den Tisch decken. Und wer kommt denn überhaupt? Wie viel sind wir denn? Also, Sie und der Herr Guido und der Herr Sektionschef und der Herr Ernst und die Frau Elfi. Und der Jugend, der bringe ich auch was um. Weil die ist schon wieder sehr auf dem Sand. Ja, aber nicht zu vergessen, Herr Sektionschef, ich glaube, der Tommy wird auch kommen. Ja, der wird auch kommen. Und wissen Sie, und der Josef muss man doch die Geschichte von dem Hamlet-Burm fertig machen. Aber ich bringe Ihnen auch Blumen. Also, wir waren bei dem Josef mit dem Hamlet-Burm. Er bringt Blumen, das ist gut. Ja. Was, aber für welcher Hamlet-Burm ist das? Sie, das ist ein Reißer, wenn Sie das hören. Also, wirklich, ich weiß allerdings nicht, wie es ausgeht. Wir waren gerade bei der Erbschaft. Bei welcher? Im Hamlet waren Sie bei der Erbschaft? Ja, wo der sagt, sein oder nicht sein. Wahrscheinlich hat der Alte kein gültiges Testament. Wahrscheinlich nicht. So fangen ja immer die Streitereien an. Genau. So kommt alles völlig durcheinander. Sie müssen uns dann berichten, wie das ausgegangen ist. Das ist selbstverständlich. Das ist versprochen. Sie sind doch, da fällt mir gerade ein, der Josef braucht es. Sie sind doch in einer Buchhandlung. Vielleicht kennen Sie sich mit Dichter aus. Er möchte wissen, von wem das ist. Und ich gehe jetzt wieder in die Küche weiter. Tut das Besteck dann. Ja, das machen wir. Achten Sie auf ihn, den Schwein. Herr, wer euch dient in Gut und Geld, und nur gehorcht zum Schein, packt ein, sobald der Regen fällt, lasst euch im Sturm allein. Das ist ein MC, das ist aber ein Wetterbericht. Bitte, jetzt suchen wir das restliche Besteck schnell zusammen, damit wir das 1, 2, 3, wir brauchen 3 Bestecks. 3 Bestecke. Au! Oh, was ist? Oh, jetzt bin ich in den blöden Fernseher da hinein. Das ist aber wirklich blöd. Ja. Du, dass ich nicht vergesse, wir müssen den Franz ja erinnern. ZIP 2 hat ja eine geänderte Beginnzeit. Wann es wisst ihr? Ja. ZIP 2 ist, das müssen wir ihm sagen, beginnt jetzt schon um 21.15 Uhr. Ja, beginnt um 21.15 Uhr. Also, ja, was ist? Der Club 2 fängt an. Der Club 2? 21.45 Uhr. Nein, der Club 2, naja, das ist ja einfache Geschichte. 21.45 Uhr. Ja, natürlich. Und Vormittag, dass ich nicht vergesse. Und Vormittag ist, da haben wir noch ein Messer. Und Vormittag ist ja auch die Kultursache. Ist die Kultur? Und so, da ist er sehr hakelig, der Franz. Das ist ein hakelig. Wir werden über das neue Programm natürlich informieren, aber wissen wir das ja selber. Ich meine, der Mann liest doch Zeitung, nicht? Naja, alle, leider alle, und so ist er verwirrt. Der bringt es durcheinander. Moment, das haben wir doch. Ja. Eine Sekunde. Ist alles da?